Ich darf vorstellen, Heide Sigmund Schulze. Sie ist Architektin und Wirtschaftsingenieurin, seit über 20 Jahren im Immobilienbereich und seit 2017 freiberuflich in der Projektentwicklung. Als Bauherrenvertreterin der Taurecon Real Estate verantwortete sie die Projektsteuerung für den Kornversuchsspeicher in Berlin. AFF-Architekten schufen hier durch einen Umbau und eine Aufstockung dieses Industriedenkmals ein beeindruckendes Beispiel, das ja erst kürzlich fertiggestellt wurde. Herzlich willkommen, Frau Sigmund Schulze, und etwas gehandicapt, aber trotzdem klasse, dass Sie gekommen sind, dass Sie es geschafft haben. Danke. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem Vortrag zum Kornversuchsspeicher in Berlin. Thema: Transformation eines Industriedenkmals. Und einsortiert sind wir hier im Themenblock besser. Das ehrt natürlich das Projekt. In der nächsten Viertelstunde werde ich Ihnen kurz etwas zur Historie des Projektes erläutern. Anschließend gehe ich ein auf das Konzept der Architekten und im Anschluss erläutere ich, wie wir versucht haben, mit dem Punkt Nachhaltigkeit umzugehen. Ja, und so sah er aus 2017, als die Planung begann. Der Kornversuchsspeicher steht nördlich vom Hauptbahnhof, also circa 10 Minuten zu Fuß, und zwar in direkter Wasserlage. Es ist das einzige historische Gebäude in der Europa City. Das ist ein neues Wohn- und Geschäftsquartier. Ich gehe jetzt kurz ein auf die Historie. Da haben wir Bauteil 1, das wurde erstellt 1887 als Kornspeicher, wie Sie das ja auch sonst woanders kennen, mit Bauteil 3, dem Kesselhaus dazu. Aber bereits 1915 entschloss man sich zu einem Anbau und zwar zu einer Kornversuchsanstalt. Warum? Es war damals so, dass durch verunreinigtes Getreide Teile der Bevölkerung Krankheiten erlitt und es kam auch zu Todesfällen und das wollte man ändern. Man hat jetzt hier also so eine neue Nutzung, neudeutsch würden wir hier sagen, Lab, und natürlich versucht man auch entsprechend eine moderne Bauweise zu wählen und kam so auf den Stahl-Beton-Skelettbau, auch von außen ablesbar. Man war dann anscheinend so begeistert, dass man gleich bei Bauteil 1 die Holzstruktur herausrupfte und da auch in Stahlbeton die Stützen und die Decken nachzog. Generalplanung wurde schon genannt, Generalplaner ist AFF-Architekten, Leistungsphasen 1 bis 4 und ebenso die künstlerische Oberleitung. Bauherr und Eigentümer ist die Adler Group, die in dem ganzen Gebiet auch ein großes Wohnprojekt fertigstellte. Das war Ende 2019 mit über 500 Wohnungen. Ja, und bin ich jetzt eins zu weit? Moment. Ah doch, richtig. Ja, ich möchte jetzt hier kurz auf das Konzept der Architekten kommen. Diese haben genau drei Interventionen vorgesehen. Zum einen die Intervention Abriss. Einmal senkrecht, das heißt, es wurde einmal quer durchs ganze Gebäude geschnitten und man hat eine neue Erschließungsspange für die neue Nutzung eingebracht. Und zum anderen zweimal horizontal, da haben wir diese massiven Schüttendecken und dadurch hatten wir zum Teil Geschosshöhen oder lichte Geschosshöhen von ca. 1,80. Das ging natürlich nicht für die neue Nutzung. Ach, ich habe ganz vergessen, die neue Nutzung. Das war natürlich, also es ist vom Bebauungsplan vorgesehen und auch von Seiten der Denkmalpflege Vorschrift gewesen, dass es wieder eine gewerbliche Nutzung ist. Das heißt, wir möchten hier nun Büros haben, Coworking, im Erdgeschoss eine öffentliche Nutzung mit Ausstellung
und Kaffee und eventuell auch eine weitere gastronomische Nutzung. Kommen wir zurück zu den Interventionen 2. Da haben wir die zweite Intervention. Das sind großformatige Öffnungen, die einfach erstmal jetzt Licht in dieses sehr hermetische Gebäude, also insbesondere dieser Anbau, dieses Labor, war sehr geschlossen, hereinbringen. Und die dritte große Maßnahme ist, es wurde schon genannt, die Aufstockung. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Man kann hier oben auch ablesen, die Aufstockung. Man kann ganz am Ende sehen, die großen neuen Öffnungen. Noch besser können Sie das hier sehen. An diese großen Öffnungen haben wir dann auch noch Balkone hingehängt. Wir denken, heutzutage sollte es so sein, dass man aus einer Bürofläche nach Möglichkeit heraustreten kann, mal draußen kurz telefoniert oder Ähnliches. Aber natürlich sind wir heuer auch wirklich sehr privilegiert mit der Lage. Es ist ganz ruhig, es ist am Wasser und das sollten auch alle genießen. Wie Sie hier auf dem linken Bild auch sehen können, kann man oben ablesen, wo das historische Satteldach vorher saß. Also von außen sah der Kornversuchsspeicher, von uns auch liebevoll dann KVS genannt, ziemlich schlimm aus, aber im Innern war es noch schlimmer. Also das ist jetzt hier keine historische Ausgrabungsstätte. Nein, es zeigte sich zu Beginn der Sanierungsarbeiten an den Stahlbetonstützen, dass das Gebäude wohl irgendwann mal wirklich in seinen Grundfesten erschüttert worden ist. Was auch nicht verwundert, denn es liegt auf dem Gebiet des ehemaligen Güterbahnhofs von Berlin. Ja, und es ist jetzt so, das ist damals kein Stahl verwendet worden, wie Sie ihn heute kennen. Also Sie kennen ja heute diese Riffelungen und vor und zurück und dass es kein glatter Stahl ist, sondern der Beton daran haften kann. Damals war es anders. Es sind absolut glatte Stäbe verwendet worden. Und man kann sich jetzt gut vorstellen, da ist eine Erschütterung und der Beton bricht weg. Außerdem hat man dann damals, so ein bisschen mit Draht das Ganze zusammengehalten. Eine schwierige Sache. Rechts sehen Sie übrigens noch diese Intervention mit dem Abriss einmal quer durchs Gebäude, um die neue Erschließungsspange zu schaffen. Man hatte dann sehr lange Ausblick auf den Himmel und das war insbesondere in der Zeit, als es fast jeden Tag irrsinnigen Regen gab. Aber das war dann eben so. Ja, wie gehen wir jetzt mit so einem Gebäude um, das von der Denkmalpflege aufgrund der Historie ganz weit oben angesiedelt war. Also wir haben Denkmalschutz von außen wie auch im Inneren. Insbesondere, wie gehen wir hier jetzt mit der Nachhaltigkeit um? Wir befinden uns im Jahr 2017 zu Beginn der Planungen und da ist es natürlich so, bitte stellen Sie sich vor, wir hatten jetzt hier noch nicht die Möglichkeit, Sonarelemente in Farbe der Dachziegel hier aufzubringen. Wir wollten daher mussten auch unseren Fokus auf etwas anderes legen. So kamen wir, wie wahrscheinlich auch viele andere, auf den Lebenszyklus, insbesondere auf die Lebenszykluskosten. Klar, als Bauherrnvertreterin bei einem Objekt, was im Bestand gehalten werden soll, ist es wichtig. Und dazu fallen uns dann natürlich die üblichen Verdächtigen ein. Das ist Flexibilität, also Drittverwendungsfähigkeit für Umbauten. Das sind Verwendung von langlebigen Materialien, die auch Patina kriegen können. Und Recycling in all seinen Facetten. Ich komme da später dann noch drauf. Ja, das größte Mittel ist aber, um Nachhaltigkeit zu schaffen, der Verzicht. Und wie sind wir jetzt damit umgegangen? Sie haben bereits erfahren, da gab es diese Erschütterung, war nicht so gut für den Beton.
Dann kam noch der Brandschutzgutachter und hob den Finger und sagte, also eure Decken, die genügen nicht unseren Anforderungen. Und dann hob auch noch der Statiker die Hand und meinte, da braucht man noch eine statische Ertüchtigung. Das heißt, als erstes, um dieses denkmalgeschützte Gebäude irgendwie zu retten, war dann gefordert, dass wir neue Stahlmatten um diese historischen Kornschütten formten. Und links sehen Sie bei dem Bauteil 1, wo später eben die glatten Decken waren, wie stark der Beton hier abgebrochen war von der Decke. Ja, jetzt brauchten wir natürlich wieder eine neue Betonüberdeckung, also Stahlüberdeckung. Das heißt, wir brauchen wieder 2 Zentimeter Beton. Und das Mittel zur Wahl für diesen Auftrag war jetzt Spritzbeton. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diese Auftragsweise schon mal gemacht hat. Das Ergebnis ist ziemlich rau und es ist auch ziemlich wolkig. Die Schütten waren vorher weiß gestrichen gewesen, also weiße Betonschütten. Und jetzt sahen wir das Ergebnis, unsere Shades of Grey, und fanden das eigentlich ganz beeindruckend und haben gesagt, so, wir verzichten jetzt. Wir verzichten auf einen weiteren Anstrich. Das Gute an der Sache war, dass AFF-Architekten von Anfang an gesagt hat, wenn wir bei dem Gebäude irgendwo einen Anstrich brauchen, wir wählen nur eine einzige Farbe und die bildet dann einen ruhigen Hintergrund. In dem Fall, für die Spezialisten unter uns, das war RAL 7044. Bei der glatten Decke, da haben wir uns auch überlegt, die lassen wir so. Durch diese Rauheit des Spritzbetons hat er schon eine gewisse akustische Wirkung. Und wir sagten, wir verzichten hier auf weiteren Akustikputz oder auch auf eine zusätzliche abgehängte Decke. Wir lassen das so. Natürlich erfordert das dann auch Genauigkeit von den anderen Handwerkern. Also man sieht hier die Silikatplatten, die müssen dann schon mal da ganz genau um die Ecke kommen. Ja. Und dann gab es noch eine Sache, da hat der Bauherr dann tiefer in die Tasche gegriffen. Wir haben gesagt, wir möchten nicht, dass jetzt der Mieter kommt hinterher, da wie verrückt seine Kabel drüber zieht, der nächste Mieter wird dann wieder eine andere Beleuchtung und macht es nochmal anders. Wir haben gesagt, wir setzen hier gezielt eine Beleuchtung ein, die jeder Mieter dann an seine Bedürfnisse anpassen kann. Und Sie sehen auch hier die Auslässe von der Lüftung. Wir sind da sehr transparent, was die TGA betrifft. Ich weiß nicht, was hier los ist gerade. Soll ich irgendwo hinhalten? Ha! Es entsteht dann also eine ziemliche TGA-Show, aber dadurch sind wir natürlich auch flexibel für Anpassungen. Wir haben uns dann auch um Details bemüht, bei dem wir keinen Kunststoff verwendet haben, wie hier bei den ganzen Elektroleitungen, die wir über Putz verwendet haben. An dieser Stelle möchte ich sagen, von AFF kam die Planung, ja, doch beteiligt waren ja noch viele andere Planer und auch ausführende Firmen und das Ganze ist ein Gesamtprojekt. Zu einem gewissen Zeitpunkt wurde eigentlich allen auf der Baustelle klar, das ist hier wirklich etwas anderes. Wir können nicht mit unseren normalen Lösungen herkommen und vor allen Dingen, es gibt ja eh ständig Überraschungen, auf die wir reagieren müssen. So haben sich dann wirklich eigentlich alle Beteiligten mit ihren Ideen eingebracht und haben den Kornversuchsspeicher zu dem gemacht, was er dann wurde. Also irgendwie ist hier eine Verzögerung. Ja. So, also wir zeigen alles ganz transparent und verzichten. Wir verzichten auch darauf, unsere eigenen Abrissspuren zu verkleistern. Sie sehen hier diese Etage, Sie erinnern sich, diese Intervention, es wird einmal horizontal so eine Schüttendecke herausgenommen. Ja, und wir kamen dahin und fanden es eigentlich fantastisch, dass man das alles sieht und haben dann gesagt, ach, wir lassen das so. Das funktioniert irgendwie nicht richtig, ja? Ah, es ist total verzögert übrigens, sorry für das. Und
Man kann jetzt also diese historischen Spuren erkennen, vor allen Dingen kann man aber auch sehen, wie lässig sind die denn damals umgegangen mit ihren Eiseneinlagen. Also ein Prüfstatiker hätte da seine Freude dran gehabt. Ja, und so transparent, wie wir hier sind, so fahren wir auch weiter fort. Also, ja. Abgesehen von den massiven Brüstungen und auch von den Treppenläufen haben wir hier überall Ortbeton ohne Sichtbetonklasse verwendet. Das heißt, wir bleiben sehr, sehr rau. Wir zeigen alle Spuren hier, den Putz abgeschlagen. Das hatte übrigens die Denkmalpflege gar nicht gefordert. Die haben sich total gefreut, als sie die Wand gesehen haben. Und für diese ganzen Bemühungen wurde das Gebäude dann auch mit dem Architekturpreis für Beton 2023 ausgezeichnet. In der Jurybegründung stand jedes zu viel vermieden. Oder mit anderen Worten, ja, wir haben verzichtet. Dann kommen wir zum zweiten Material, was uns begleitet hat. Das ist natürlich der Klinker. Sie haben gesehen, die Fassade war in einem echt schlimmen Zustand. Wir haben darauf verzichtet, die so perfekt modelleisenbahnmäßig zu machen. Wir haben so eine gewisse Grundreinigung gemacht. Da lassen sich noch frühere Spuren ablesen, wo war das Vordach etc. Und dann haben wir zusätzlich noch, Sie erinnern sich, unsere Intervention 2 Abrissmaterial gehabt. Von Klinkern, die haben wir genommen, gesäubert, gelagert, sehen Sie hier auf der linken Seite, und wiederverwendet. Wir haben auch geguckt, welche Schattierungen haben wir, haben aus den Schattierungen, wie sie vorhanden sind, relativ identische neue Klinker ausgesucht, um wieder zu einem Gesamtbild der Fassade zu kommen. Im Inneren haben wir das übrigens genauso gemacht. Da ist das Treppenhaus, die Treppenhauswand zu sehen. Also wir betrieben Recycling auf der eigenen Baustelle. Und ich komme jetzt zum Dachgeschoss. Ja, unten sind wir also in den historischen Stockwerken ziemlich rau, aber AFF-Architekten können auch sehr genau sein. Das sieht man hier an der Fassade mit dem feinen Relief durch die Vor- und Rücksprünge, um eben den Aufbau ablesbar zu machen. Dann haben wir zusätzlich hier neue großformatige Schiebetüren eingebaut. Das war expliziter Bauherrnwunsch, auch auf der anderen Seite. Da kann dann im Sommer das laue Lüftchen quer durchs ganze Gebäude huschen. Und wir haben uns auch beim Bauen dafür entschieden, wir gehen hier oben monochrom um, aber eben jetzt im Ziegelton. So, und dann kamen wir hier zur Terrasse, also wieder neues Material. Und die Architekten haben, naja, es ist klar, ich bin auch Architekt, haben Holz vorgeschlagen, finden wir ja alle gut. Wir haben uns dann aber überlegt, ist es an der Stelle wirklich richtig? Und ein Produkt ist ja nur so nachhaltig oder wirklich nachhaltig, wenn die Verwendung auch... Da tut sich nichts. Ach, jetzt. Wenn der Verwendungsort entsprechend ist. Wir haben hier das Gebäude direkt am Wasser, ist der Witterung ausgesetzt. Und außerdem stark verschattet. Wer Holz schon mal gesehen hat, also Dielen, die irgendwie 10 Jahre an einem verschatteten Ort lagen, die sind morsch. Wir haben deshalb WPC-Dielen hier verwendet, weil sie einfach unserem Ziel des Lebenszykluses, da Materialien zu verwenden, die lange halten, entsprechen und eben auch wenig der Pflege bedürfen. So. Genau, das ist meine Schlussfolie. Ich glaube, sie zeigt noch mal ganz gut unseren Ansatz. Wir haben hier bewusst vermieden, wie es häufig ist bei denkmalgeschützten Objekten, das Neue gegen das Alte zu stellen. Wir haben versucht, ein Gesamtobjekt zu schaffen. Man sieht hier die alten Stützen. In dem Fall sind sie sogar noch ziemlich gut erhalten. Man sieht die Schütten mit ihrem... die saniert sind und so eine neue Schicht drauf haben, und man sieht durch Intervention 2 den Blick nach außen.
Es ist also so, dass ein neues Gesamtobjekt entsteht, bei dem nicht nur der Blick von innen nach außen möglich ist, sondern jetzt auch von außen nach innen. Und das Gebäude erfährt so eine Art neuer Verortung in seiner Lage und verbindet sich jetzt mit seiner Umgebung. Es interagiert. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und lade Sie ein, Fragen zu stellen. Vielen Dank, Frau Sigmund Schulze. Ich meine, da wurden auch Fensterbauteile wiederverwendet, oder? Alte Fensterbauteile? Ja, es wurden, aber ich hatte ja nicht so viel Zeit. Also wir haben auch noch ganz viele andere Sachen gemacht. Also es waren so die Schwerpunkte, auf die Sie jetzt... Genau, also wir haben auch Fensterteile wiederverwendet, da hat auch die Denkmalpflege drauf gepocht. Aha. Wir haben auch Eisenteile wiederverwendet. Also es gab eigentlich schon noch viele Sachen, wir haben wirklich nur, wo es nötig war, was Neues gemacht. Hm. Sehr schön. Ja, der Vortrag wird unterstützt von Natur in Form. Sie sind ja ganz kurz darauf eingegangen. Hier bitte ich auf die Bühne Christina Häuser, Leiterin Marketing und Kommunikation. Herzlich willkommen. Ja, nimmst du richtig mit. Nee, noch nicht. Kommen Sie hier. Jetzt ist an. Dankeschön. Ja. Also wir haben ja schon Frau Häuser gehört, es wurden ja in den Außenanlagen Ihre Produkte eingesetzt, auf der Terrasse. Wieso gibt man denn Ihren Produkten, also in den WPC, die in dem Fall den Vorzug gegenüber Holz? Das ist die Frage. Genau. Das ist die Frage, genau. Darauf aber erst wollte ich mal sagen, krasses Projekt und Objekt. Also ich habe mir während des Vortrags immer mal vorgestellt, wie das ist, da drin zu wohnen. Das ist bestimmt, und zu arbeiten natürlich auch. Ja, wohnen dürfen wir ja nicht, also nur arbeiten dürfen wir da. Toll, auf jeden Fall, ja. Und wir freuen uns natürlich auch, dass wir bei so einem Projekt auch zum Einsatz kommen, gewählt wurden als Material, ja, und jetzt sind wir hier im Bereich besser unterwegs und jetzt fragt man sich natürlich, was kann besser als Holz sein, vielleicht auch, was kann im Außenbereich besser als Holz sein, besser als Frischholz, sage ich jetzt mal, und da kommen wir zum Thema WPC, jetzt, also es ist eine emotionale Frage, glaube ich, gerade auch in Ihrer Community, Holz ist so das Nonplusultra und ist mit Emotionen verbunden und gegen Emotionen kommt man schwer an, schon gar nicht mit Sachargumenten, aber ich probiere es jetzt trotzdem mal. Und zwar, wenn man sich überlegt, wenn man sich die Dauerhaftigkeitsklassen von Holz anschaut, ja, dann hatten wir Schulnoten von 1 bis 6 und bei unseren heimischen Hölzern, da sind wir so im Bereich 3 unterwegs, ist eine Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren und dann ist das Holz durch, kommt natürlich auf einen konstruktiven Holzschutz an, kommt darauf an, dass es regelmäßig gepflegt wird. Das gehen wir mal davon aus, das ist so, aber auch da sind wir bei 10 bis 15 Jahren. Und wenn man länger was von seinem Holz haben möchte, dann ist man bei der Dauerhaftigkeitsklasse 1 unterwegs und dann sprechen wir von Probenholz. Wir sprechen alternativ von thermisch behandeltem Holz oder wir sprechen alternativ von WPC. Und WPC, denke ich mal, also es ist noch nicht so bekannt. Wo es bekannt ist, hat es auch schon ein bisschen Federn gelassen, weil man es oft in Verbindung bringt mit eher schlechten Materialien. Ja, aber wir bei Natur in Form, wir stehen für hochwertiges WPC. Ich sag mal, Holzverbundwerkstoff ist das die deutsche Übersetzung dafür oder Naturfaserverbundwerkstoff. Ich bleibe aber trotzdem bei WPC, weil wenn es bekannt ist, dann ist es eben unter WPC bekannt. WPC besteht aus Holzfaserresten. Resten sage ich jetzt mal, weil es so ein Begriff ist, den man oft auch verwendet. Wird gemischt mit Kunststoff und mit Farbe und noch ein paar kleineren Gemengen, Additiven. Meine Kollegin stellt es Ihnen auch dann gerne am Stand mal vor und hat den Vorteil, dass es besonders witterungsbeständig ist, besonders langlebig, robust und pflegeleicht. Und deswegen, glaube ich, waren die wesentlichen ausschlaggebenden Entscheidungskriterien, dass es hier auch zum Einsatz gekommen ist. Ja, also ich hatte einmal ein Denkmalschutzobjekt,
bei dem ich auch für einen Bauherrn tätig war. Und es lag in einem Hof, der sehr schattig war, eben Holzziehen. Und die waren nach 12 Jahren, die waren morsch, da ist jeder durchgekracht, man hatte das schon abgespart. Und deshalb ging bei mir da sofort eine Laterne an und ich habe gesagt, bei diesem denkmalgeschützten Gebäude, was jetzt so lange weiter bestehen wird, da brauchen wir was, was länger hält. Ja? Das wollen wir dem Bauherrn nicht zumuten. Genau. Sehr schön, vielen Dank. Wie geht es weiter mit dem Kornwurst-Versuchsspeicher? Sie haben die Nutzung angesprochen, unten entsteht ein öffentlicher Bereich mit Kaffee. Ja, es ist leider so, dass wir da noch ein bisschen Schwierigkeiten haben. Es ist uns ein Mieter abgesprungen. Im Moment ist es ja nicht besonders einfach für Büromieter zu finden in Berlin. Aber wir haben jetzt wieder einen Interessenten und wir machen bis dahin da kulturelle Veranstaltungen und wie wir es auch schon während der Bauzeit gemacht haben. Also da ist ja eine sehr lange Bauzeit eben angegeben gewesen. Da haben wir aber auch schon mal im Erdgeschoss was Kulturelles zwischendurch gemacht. Sehr schön. Vielen Dank Ihnen beiden, Heide Sigmund Schulze und Christina Häuser. Vielen herzlichen Dank. Applaus